Ein Star rollt ein. Zur gleichen Zeit, 1500 Meter entfernt, großer Bahnhof für die Instrumente, mit denen diesmal gereist wird. Arturo Benedetti Michelangeli, die Pianistendiva aus Italien, ist in Stuttgart. Gleich vier Konzertagenten bilden seine Eskorte. Die Flügel sind eingetroffen, abgeladen. Ein Bein fehlt, es wird gefunden. Vorsichtig werden sie in den Keller gerollt, 60.000 Mark auf Beine geschraubt, Steinway. Der Meister muss sich noch die Entscheidung abringen, auf welchem der beiden er das Konzert geben wird. Die Atmosphäre ist gelöst, alle Anzeichen sprechen dafür, dass der Künstler heute nicht unfreundlich zu werden gedenkt. Essen und Bettruhe sind die folgenden Rituale. Zeit für den aus der Schweiz mitreisenden Techniker, sich um die schwarzen Glanzstücke zu kümmern. Bei Arturo Benedetti Michelangeli ist die richtige Stimmung entscheidend. Die Federn einiger Tasten müssen angespannt werden. Der Techniker ist es schon. Denn er weiß nicht, wann der Meister kommen wird. Vielleicht erst um Mitternacht, vielleicht erst am nächsten Tag. Je nach Laune. Also warten im Keller. Das Mikrofon soll weg. Es irritiert ihn. Wir sollen nicht aufnehmen. Das Klimpern ist nichts fürs Publikum. Ein Pianist ohne Ton aber auch nicht. Irgendetwas ist hier nicht nach seinem Geschmack. Was wissen die Götter? Und jetzt der Herr aus der Schweiz. Er ist der Einzige neben seinem Konzertagenten, mit dem Arturo Benedetti Michelangeli reden mag. Es gehört zu seinen Eigenarten. Er ist ein Künstler, wie er früher im Buche stand. Nicht nur wegen seiner legendären Exzentrik. Er kann auch spielen. Und das ist seine Unhöflichkeit wert. Hier im Stuhllager am Abend vor dem Konzert hat er die Flügel nur ausprobiert, spielerisch, Debussy.